Was jetzt noch kurz ein Part hängen wollte, wie ich mir noch kurz einen Herzcontainer hole. Mit den DLC-Herzen, weil. Und sicher. Und damit haben wir jetzt 20 Herzen. Heißt noch 10 Herzen. Und dann haben wir alle Herzen. Ich weiß. Auch wenn hier gerade mal 68,45% steht. Und wir auch schon bei Part 104 oder so sind. Ja, ich weiß, ich nehme gerade random auf. Ich habe noch nicht alle Parts zu Ende gemacht. Deswegen weiß ich gar nicht genau Partanzahl. Aber trotzdem. Ich werde die nächsten Parts extrem reingrinden. Und so schnell es geht, alles holen. Das Let's Play neigt sich langsam dem Ende zu. Ich weiß, man möchte es nicht. Aber es gibt für alles ein Ende. Danach kommt, wie gesagt, zurzeit findet der große BOTW-Marathon auf meinem Twitch statt. Bester Gamer YouTube heiße ich da. Und da streame ich täglich Zelda. Deswegen seht ihr auch immer diesen Timer. Das ist für mich täglich Breath of the Wild, bis hier die 100% schon, bis ich das Spiel durch habe. Also alle Sammelsachen und so. Ich weiß. Ich werde hier noch für einige Tage lang täglich streamen. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei eurer Aktivität und wir sehen uns im nächsten Part. Willkommen zu diesem weiteren Part von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wie ihr schon seht, befinden wir uns hier bei. Hier im Orni-Gebiet bei der Ballade Recken. Da gehen wir jetzt mal hin, wie ihr schon hört, spielt der Kashiwa. Und dann würde ich mal sagen, warte mal, bevor der Part direkt losgeht, würde ich sagen, scannen wir einfach mal nach Vivo. Ach, Wittling einfach. Weil es war das, die gerade neben mir liegt. Okay, Elektropfeile. Apfel. Ja, war ganz okay, Loot, aber die Amiibo, ich habe wie gesagt schon das Gewand. Das Einzige, was ich noch kriegen könnte, wäre ein Schwert. Wann fängt das Schwert von diesem Amiibo? Heißt einfach nur Schwert im BOTW. Ich weiß nicht warum, aber sie haben es einfach nur Schwert genannt. Was hast du? Ich habe ein Schwert. Welches Schwert? Ein Schwert halt. Ja. Dein Kommen beweist deinen Mut. An den Orten, die dir gezeigt werden, findest du Prüfungen, die dich stärker machen sollen. Digga, was ist mit dieser App kaputt? Stelle dich ihr nicht leichtfertig. Die hat jetzt gerade zwei Screenshots gemacht. Und das hier sind jetzt Koordinaten, die wir absuchen müssen. Ich weiß die Koordinaten noch auswendig, leider Gottes. Weil das wird keine Challenge für mich sein. Amiibo ist so teuer. Ja, BOTW Pro. Ist halt Nintendo. Da kostet doch alles 20 Milliarden Euro. Morgen Nintendo Strike. Hat der gerade etwas aufgeleuchtet oder habe ich mir das nur eingebildet? Seit wann bist du denn da? Ich habe dich gar nicht kommen gehört. So treffen wir uns wieder. Ah, du hast wohl gehört, wie ich Selbstgespräche geführt habe. Oh. Dieses Monument, ich kann meinen Augen kaum trauen. Das Lied, das im unvollendeten Lied meines Meisters erwähnt wird. Es erschien genau vor mir. Oh. Und das Lied ist nahezu fertiggestellt, aber. Ja, mein Meister verließ diese Welt, bevor er die grundlegenden Verse fertigstellen konnte. Ich wollte seine Arbeit weiterführen. Dabei gebe ich mich an die Orte, die da bestehenden Lied erwähnt wird. Oh. Schon mit der Sprachenlernen Bubble. Oh, welche Freude, die es sieht, vor diesem Monument singen zu können. Lass mich nicht vortragen, was mein Meister mir hinterließ, diese Verse ehrenreval jetzt. Ich werde das nicht singen wie letztes Mal. Ich war mal in Craig singen dort. TV Show, du musst einen anderen Ball auswählen, weil du keinen Pokéball hast. Wollte ich nicht, Mann, ey. Jetzt macht er heute nur Screenshots.
Der TP-Pro, sei einfach ruhig. Und was meinst du? Das war der Vers über den Recken, wie er sich der Prüfung stellt. Wenn ich an jene denke, welche Tapferkeit. Oh. Es liegt nun an mir, den Traum meines Meisters wahr werden zu lassen, zum vollen Ziel feststellen. Für die Erfüllung dieses Traumes muss ich noch viel über die Recken lernen. Da trifft sich gut das Thema und Kanäle, die mir im Dorf der Orni eigentlich über die Recken erzählen konnten. Wie sie fertig ist, ist mein Heimatdorf nur ein weiterer Dorf meiner Reise, den ich passiere. Warte mal. Oh nein. Der Devil Pro, du weißt genau, was, glaube ich, passiert, oder? Im BOTP. Der trainiert ja mit Tulin auf dem Flugplatz. Ja, hier Flugplatz. Das könnt ihr immer gut mit der Karte abgleichen. Das hier. Ja, das ist gut, die Schlucht. Und das hier ist. Warte, ich muss mal kurz gucken, weil. Ich glaube, hier beim Blizzardtal war das. Ja, ist ein bisschen blöd, dass ich es auswendig ist, oder? War das Blizzardtal? Ich glaube, es war sogar noch ein bisschen weiter näher am Hebra-Gipfel. Oder es war halt unter dem Hebra-Gipfel. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das war auf jeden Fall irgendwie die Kartenposition. Ja, das wird unser erster Aus. Das wird unser erstmal sein, dass wir wirklich nach Hebra gehen. Ich sind echt sogar. Ja, BOTW Pro, ich weiß. Die DLCs ist mir jetzt das aufgefallen. Aber ich weiß, es ist ein bisschen blöd, dass ich jetzt auswendig kann, aber nach viermal 100% vergisst man es einfach nicht mehr, wo sowas ist. Ich weiß, Leute sind schon überrascht, wenn ich denen sage, wenn ich den ganzen Plateau-Crocs auswendig sage. Ja, das ist 100% gewollt von Nintendo. Dass man das so macht, BioSaviour, hast du viermal die 100% in dem Spiel gemacht? Wie ich. Was war das denn einfach eine Challenge? Ja, doch, man. Wie er schon gesagt, dass man das durchbohren muss. So, ich glaube, das hängt damit zusammen. Okay, fünfmal. Digga, BioSaviour. Das ist ja gerade mein fünftes Mal. Und ich habe auch schon das sechste Mal angefangen. Was? Du hast 100% Theoretik, ja. Okay. Digga, der Jäger kann mich in Ruhe lassen. Ja, das ist das, was ich meine. Oh, zum Glück, Tulin steht hier noch gar nicht, stimmt. Ich hab den nie im Dorf der Orni angesprochen, seit Theba. Ja, ich bin ziemlich antisocial. Ja, gut, den Krog habe ich dann wenigstens, wenn der hier oben war. Ich hatte schon mir schon sagen, dass ich den Krog nicht hab. Und was man in dieser Challenge tatsächlich machen muss. Ich hätte mir einen antiken Bogen mitnehmen müssen. Ganz ehrlich. Ja, ich weiß. Das Tier ist 300% war so viel. Man musste nur viermal abschießen, musste ich gar nicht mehr. Ich dachte mal, es waren fünfmal. Da war ich jetzt gerade auch mit der Teba-Challenge. Keine Ahnung. War schlimm. Ja. Ich werde mich da auch noch später ransetzen. Nach dem BOTW-Marathon kommt ein ziemlich spaßiger JTK-Marathon dann noch. Ich weiß nicht, ob ich den Daily machen werde, aber der wird trotzdem auch sehr spaßig. Was haben wir hier für eine Challenge? Führende Winde. Stimmt, das war der Schrein. Wir wollen dann so kein Beifall schon. Apropos, ich habe Pfeile gefarmt. Ich habe die auf keinen Fall im Krogwald gedupt. Ich habe die. Ich war nicht gedupt. Ich habe auf keinen Fall einen Glitch im Krogwald aufgenommen. Weiß BioTV Pro. Ich hab's mir angeguckt. Ja. So funktioniert der Schrein indirekt. Du aktivierst hier irgendein Zeug. Wo waren hier nochmal die Kisten? Ich muss mir hier nochmal kurz Überblick holen. Ich hab. Das vierte Mal 100% ist auch schon ein bisschen her. Guck mal, den eigentlich irgendwie schießen, wenn man einen Bombenfall gegen Gitter geschossen hat oder so. Nein, das ist der falsche Fall.
War das sogar der, den man schießen konnte, oder war es ein anderer? Ich bin mir gar nicht sicher. Ist zu lange her. Oh. Okay, ja. Ach, stimmt. Warte mal. Kann ich den hier durchtriggern? Schade. Okay, nein, gar nicht. Ich muss mal ganz kurz jetzt hier, ja, Ausdauer. Warum haben sie es hier in den Aufwänden nicht gemacht, dass das Link seine Ausdauer automatisch regeneriert? Muss ich nicht verstehen. By the way, BOTW Pro, falls dich interessiert, ich habe mir eine Zelda TOTK Collector's Edition von einem Freund gebraucht besorgt, dann nicht richtig gebraucht. Ich habe 20 Euro weniger ausgegeben als UVP und das Spiel war einfach noch original verpackt. Ja, das war besser wie meines Lebens. Das Einzige, was da ein bisschen Schaden hatte, war die Box hatte klein bisschen Macken an der Ecke oben links, aber mehr auch nicht. Da ich sowieso keiner bin, der die Boxen so aufstellt. Nein! Oh Gott, Alter. Ich bin eingesperrt. Lass mich raus, ich muss raus. Oh, ich. Eigentlich zu releasen, aber dann war ich schon weg, lohnt sich nicht mehr. Ja. Rein theoretisch gesehen, ich habe auch jetzt das Game zweimal. Oh, ich habe ihn hier ja vergessen. BOTW Pro, wo war nochmal die Kiste? Die Truhe, weißt du das? Wo die war? Aber nicht irgendwie hier drin, oder? Ah, okay. So aktiviere ich ihn. Ja, ja. Ich weiß noch, bei BOTW Pro, ich weiß nicht, was mein Let's Play guckt, das aber, weil ich dir mal so sagen muss, ich bin, so auf dem Tendo-Style bin ich die Route, die abbringen über die Ranell-Spitze nach Athen. Warte, ich kann das dir sogar, glaube ich, zeigen. Ja, siehst du, wie ich hier dann hier über die Quelle der Weisheit dann hier hingelaufen bin. Nein. BOTW Pro, Link, mach schneller, Alter. Da ist es da oben. Warte. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass da oben was ist. Ja, gesagt, getan, I guess. Warte, ist das, was ich denke? Typisch Nintendo. Warum lässt sie die anderen den Parasegler nicht mal bei solchen Dingern droppen? Dom Sepp hier auch so Legende, ja. Ich fand das immer so geil. Dieses Let's Play. Ist nicht sogar Part 1, dürfte sein meistgeklicktes Video sein, soweit ich mich erinnere. Das war schon immer geil. Och, stimmt, die ganzen DLC-Schreine hatten ja aber auch immer nur eine Truhe. Hund guckt gerade aus dem Fenster. Alter, dieser Hund. Hype auch krank. Ja, ich habe den Hype nicht wirklich mitbekommen, weil ich damals nicht groß auf YouTube war. Beziehungsweise ich habe auch BOTW, war ich damals auch noch nicht so komplett drin. Und wie ihr schon seht, ich hatte ja im letzten Mal schon auch irgendwie, dass man uns 4 Zeichen der Bewährung kriegt im DLC. Das ist ein Zeichen von Medo. In seinem Bestreben, einen Titan zu steuern, stellt sich der Träger dieses Zeichens einer Prüfung des Windes. Auf 3 Zeichen folgt eine neue Herausforderung. Ja, yes. Also das ist ein bisschen anders als jetzt hier. Am Anfang dachte ich noch, als ich das erste Mal gespielt habe, dachte ich, man könnte wirklich alle 3 kriegen. Sammle diese 3 Zeichen einfach eine neue Herausforderung ein. Bubble. Noch 2. Super.
Wollte ich, muss ich auch wissen. Lass mich gehen. Ja, hier sind wir wieder. Man konnte hier gar nichts platzieren, wusste ich gar nicht mehr. Ja, weil, das ist ja so ein Meme. Ich bin hier lang gegangen, aber ich war zu blöd, diesen Schrein zu finden. Obwohl es ja einfach nur ein simpler Durchgang ist. Ich weiß nicht wie, aber ich war zu blöd, in diesen Schrein zu kommen. Am Anfang des Let's Plays. Okay, boah. Verständlich, Beauty Flow ist eventuell auch schon 12:30. Seit kurz vor 12:30 in der Nacht. Ja, wir schon sehen, heute ein bisschen späterer Start, warte mal. Der Nebel verwirrt teilweise. Ah, Nebel. Also lass mich mal kurz checken. Ich glaube, ich muss hier wirklich zum Blizzardtal. Ah, hier Blizzardtal. Oh, Schneewölfe. Danke, dass ihr mich nicht nervt. Ist das ein Glassirock? Wo ist ein Glassirock? Hab noch keinen Glassirock. Ey, mein Schätzchen. Warte, kann man den nicht einfach cheesen mit Oni Outfit? Nein! Oh Gott! Ja, ich wusste das schon. Ja. Sehr schwieriger Endboss. Nicht Endboss, sondern Boss. Ja, man, die Wächterachs. Droppt der eigentlich auch ein Diamant? Warum droppt der kein Diamant? Das habe ich noch nie verstanden. Warum droppen Glassirox und Magmarox keine? Ich bin immer noch sehr, dass sie mir nach dem Theoretiker wechseln. Ja, da war es doch diese super tollen Hörner. Aber es gibt mittlerweile Mods, die das wieder adden. Ich war ja ein bisschen im Modding aktiv zum Anfang von Theoretiker. Ganz ehrlich, ich finde, dass das weiße Leunhorn stellt jetzt ein bisschen die Chimärenwaffen da. Ich finde irgendwie, das sieht nicht so geil aus wie die, wie hier einfach dieses Ding. Warte, an was war das eigentlich angelehnt? Warte mal. An was ist eigentlich dieses Horn angelehnt? Klar, es sieht aus wie das Großschwert und das Schild ein bisschen, aber das zum Beispiel das normale Schwert ist ja schon. Ja, die Master Mods finde ich auch gespannt, wie es sein wird. Was ich frage mich ja auch. Warum haben sie nicht einfach Master Mode dieses Jahr? Oh, hab vergessen, dass ich dich habe. Vergessen, dass ich den antiken Saffel habe. Weil an sich ich kann das mal so sagen, jetzt auch aus einer Coding-Perspektive ist ein Master Mode jetzt nicht so schwer. Es ist ja indirekt dasselbe Spiel mit ein paar Features und vor allem, ich weiß es nicht, wie das jetzt aussieht, aber ich nehme an, sie haben dieselbe Programmiersprache genommen, weil auch viel Code noch von BioTV, soweit ich weiß, drin ist, auch wenn sie andere Engine nutzen. Aber, ja. Das ist irgendwie so schwer. Das könnten die größten Dullis können rennen. Stimmt, hier ist ja noch ein Glassirock. Glassirock, hi. Aber die müssen die Engine ja ziemlich spät geändert haben. Digga. Dummes Ding. Habe ich immer noch wieder auf Splatoon 3 gekommen sind. Weil die Splatoon 3 Engine ist ja so viel neuer als PNTV. Endlich droppst mein Diamant. Ach, es war tatsächlich das Blizzardtal, okay. Ich weiß, dass hier irgendwo ein Schrein war.
Sein. Ich war irgendwo so ein Suzuki-Schneefeld oder so. Hieß das so? Suzuki-Schneefeld oder so? Ja, Suzuki-Schneefeld war ganz nah dran. Aber. Und dieses Schneefeld, ich weiß, dass dort die Prüfung endet. Ich bin halt ehrlich ein bisschen verwirrt. Wo war das denn nochmal? Echt? Die Namen sind schon toll, ich weiß. Das sind die besten Namen, die sie definitiv ausgedacht haben. Ist hier ein Krog oder was ist hier? Warte, ist hier nicht sogar diese einsame Zelle? Ja, an der Kalibar-Spitze. Muss man nicht irgendwie auch zur Kalibar-Spitze TLTK für Tulin? Ich weiß nicht. Ich habe Tulin, war der erste, den ich gemacht habe. Ich bin direkt zum Release-Tag, bin ich zum Dorf der Orni geritten. Doch, die Kalibar-Spitze, hier musste man hin. Doch, doch. Sportfallschirm. Ja, doch, hier war auch diese einsame Zelle, dort diese Schrein-Quest. Die ich bis heute noch nie richtig gemacht habe. Da war der. Ah, da war es mit dem geklauten Bogen. Also wenn ich jetzt gerade mal drüber nachdenke, irgendwie hier so, warte, lass mich mal kurz überlegen. Ich habe dann nochmal nachgeguckt und hier müsste das sein. Doch, das passt. Ich habe gerade, du bist jetzt zuerst Oberhutsch, dann gehst du da hinten zu diesem Suzuki-Schneefeld. Doch, doch, und hier oben ist ja der Hebergipfel. Aber dann komme ich an dem Schrein vorbei, weil dort ist hier ein Schrein, dann weiß ich ein Haus, und das müsste eine schwierige Kraftprobe sein. Frag nicht, warum ich so eine Scheiße aussehen kann. Hier eine Bombe. Edelwild. 2 Stück. Was für Edelwild, Luxuswild. Ich hab's halt auch schon in meinem Deutsch. Ein Rage ist in der Nähe auch noch Krux, aber ich weiß nicht, ob der auf meiner Höhe ist. Bombenfrank. Du Scheiße. Warte mal, ich muss mal kurz das testen. Funktioniert eigentlich noch Ausrufezeichen Discord? Tatsächlich. Der Bot war in letzter Zeit sehr verbuggt, um's nett zu sagen. Ach ja, der ist hier. Ja. Ah, ich versuche mal hier. Ah, ich muss es sowieso wegmachen. Den Makemon schon mal, weil er ist relativ nützlich. Warum mache ich das so? Was machst du hier? Was? Ja, ich war ja zu lange nicht mehr. Ja, und das hier ist halt eine gute alte Schildsurf-Challenge. Mehr nicht. Aber ist eine Art Zeitlimit. Och nee, genau jetzt finde ich natürlich den Schneefuchs. Den muss ich noch fotografieren. Revali-Sturm ist bereit. Du dummes Ding! Oh Gott, mein Freund hat. Ah! Toller Freund auf jeden Fall, wie auch immer der das geschafft hat. Oh! Ach du Scheiße. Ich weiß, beim ersten Mal habe ich hier verkackt. War übelst nervig. Sagen wir eher Typ in meiner Klasse. Ja.
Macht doch jeder mal. Jeder macht doch mal einen Bombenprank. Nein, 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 nein. Oh Gott. Hier ist auch noch. Ist noch irgendwo normaler Kreis. Digga, lass mich mal in Ruhe. Wie viele Exalfosse sind hier? Waren die schon immer so viele? Ja, das wird ein langer Part. 23 Minuten ist eins. Und bei, sagen wir mal so, bei... Wir müssen auf die Gokutia-Schlucht warten bei dem einen. Okay, er macht eine Eisattacke, also kann ich hier sicher reingehen. Was haben wir hier in dem Schrein? Okay, ist der. Kugelführung. Er hat ein bisschen an den Schrein der Querdenker ist. Egal. Ich weiß nicht, habe ich ihn schon? Ich glaube, ich dürfte ihn noch nicht haben. Der war, glaube ich, hier. Der war hier oder in der Wüste? Ah, nee. Ja, hier kommen Kugel runter. Dann Kugel habe ich Probleme. Ah, okay. Ja, ich mache diesen Schrein immer ganz komisch. Oder deutlich. Das hier? Ah, okay. Oh. Ach nee, das passt. Hier ist doch Cryo, ich Dulli. Na, das ist das vielleicht nicht. Aber dafür sind letztendlich da, finde ich, dass man auch mal Uncut-Fehler sieht. Oh, yippie, Querdenker. Nein! Die Querdenker. Ja. Die wirklichen Schreien, die wieder einfach Querdenker heißt. Gut, was hätte denn noch wissen sollen? Ich weiß, super, super spannendes Gameplay. 10 von 10. Ich weiß, ich habe jetzt schon da hinten angefangen beim Stall der Hochebene. Soll ich das einfach überspringen? Was? Wie habe ich denn das jetzt geschafft? Ja, was zum Teufel? Das ist mir wirklich noch nie passiert. Ja, so soll das sein. Ich weiß nicht, wo die Truhe hier ist. Ich muss da kurz überlegen, wo könnte hier die Truhe sein? Wenn wir kurz nachdenken. Lass mich mal kurz nachdenken. Wo war das nochmal?
Ach, ich suche einfach jetzt selber. Ich wollte gerade mal kurz nachgucken, aber keine Ahnung. Wow! Hui. Boing. Boah, Alter. Du willst mich rollen, oder? Ist das wirklich das hier? Die Truhe. Würde ich mich spoilern lassen. Das ist jetzt, das hier dürfte ein Falkenbogen drin sein. Ja. Aber kein Plus Plus bei den Online Gamer ist schlecht. Aber wir haben die 30 Minuten. Dementsprechend würde ich da mal sagen, das war's mit diesem Part von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao. So, nee, ich werde jetzt noch das hier kurz zeigen. Ja. Wir kriegen jetzt das zweite Meter und das hier. Ach, stimmt, das lässt er nicht skippen. Ja, er sagt halt nochmal. Und jetzt sagt er nur noch eines. Ja. Ich würde dann auch mal sagen, das war's dann mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao.